Ich bin Nolwenn Bargin. Ich komme aus Frankreich, aber ich bin seit 2008 hier in Winterthur in der Schweiz. Und ich bin sogar Schweizerin geworden, weil es war für mich sehr wichtig. Es ist jetzt mein Land geworden. Es ist nicht nur ein Leben hier als Orchestermusikerin und als Flötistin, aber es ist auch irgendwie mein Land geworden. Schon damals in meinem Studium, das war Philippe Gobert, mein Lieblingskomponist mit dieser Fantasie. Das war eine von der ersten Fantasie, glaube ich, für Flöte und Klavier, die ich gespielt habe im Studium. Ich glaube, es ist mir geblieben. Und mit meinem weiteren Studium in Stuttgart bei Jean-Claude Gérard, dann habe ich erfahren, dass eigentlich es gibt so einen Stammbaum. Und dass Philippe Gobert war der Lehrer von Marcel Moïse, der Lehrer war von Jean-Claude Gérard. Und Jean-Claude Gérard war dann mein Lehrer. Und ich habe mir gesagt, irgendwie, das muss ich vertiefen. Was ist der französische Flötenschule, dieser französische Klang? Und ich finde, sich zu konfrontieren mit dieser Klangvorstellung, was war der französische Klang damals und wie ist der heute, das ist spannend. Französische Tradition auf jeden Fall bei Flöte, es ist eine sehr präzise Artikulation, ein sehr leichter Detaché und es ist wirklich die Farben, also die Farben sind im Mittelpunkt. Es ist ein schöner Klang zu haben, natürlich ist es wichtig, aber mit diesem Klang muss man schaffen, Farben, weil die französische Musik, es ist das von diesem 20. Jahrhundert, es ist Impressionismus. Also wir sind wie bei einem Bild von Claude Monet und man muss einfach schaffen, diese kleine Stich von Farbe, um einfach dann ein größeres Bild zu haben von weit weg, dann, dass es wunderschön aussieht und natürlich für uns, dass es wunderschön klingt. Thank you.
Meine Mission als Musikerin, es ist, dem Publikum einen Komponist näher zu bringen. Es ist mein Ziel. Das Publikum muss rauskommen von einem Konzert mit sehr viel Emotionen. Er muss einfach berührt sein und ja, dann träumen, wenn er zurück nach Hause geht.